So, Freunde. Hi. Ich habe heute eine Challenge für mich vorbereitet. Normalerweise, jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich noch nie eine Challenge gemacht habe. Aber heute ist es soweit. Und zwar mit folgendem Anliegen. Letztes Jahr ist ein guter Freund von mir verstorben. Und sein Sohn hat mir eines Tages ein Geschenk gemacht und hat gesagt, Mario, mein Vater hätte gewollt, dass du das hast. Als Andenken kriegst du jetzt diese Sache und du musst mir aber versprechen, dass du einen Fisch damit fängst. Weil mein Vater hat nie einen Fisch damit gefangen. Lieber Thomas, der Sache stelle ich mich heute und zwar geht es um dieses Juwel hier. Schauen wir mal rein. Da drinnen ist, tada, eine Abu Ghazir Ambassador. Und der Erwin hat niemals einen Fisch damit gefangen. Ich werde mich dieser Herausforderung heute stellen. Ja. Es ist leider für mich als Rechtshänder zwar die falsche Hand, aber das wird mich nicht aufhalten davon. Viel Spaß mit diesem Video. Wahnsinn, oder? Cool. Super. Thank you.
tatsächlich. Ich glaub's nicht. Ich habe den Biss überhaupt gar nicht gemerkt. Ich habe einfach nur auf einmal den Widerstand gespürt und habe gar nicht richtig angeschlagen. Aber er war drauf, Haken war scharf. So, ich würde sagen, die Rolle ist jetzt eingeweiht. Ich habe alles getan. Ich habe ewig viele Mankler gelöst. Jetzt ist es ein Hecht geworden und der auch noch. Warte, ich setze ihn kurz zurück. Ciao, amigo. Und jetzt wechsle ich die Route, weil ich würde sagen, die Challenge ist absolut erfüllt. Jetzt nehme ich noch meine andere Zanderroute her und fange jetzt noch ein paar Zander. Kleiner Bolgazander. Leider im Bauch gehakt. Hoffentlich habe ich ihn nicht verletzt. Ciao. Weg ist er. So, liebe Freunde, man sieht's, es wird schon dunkel. Mit diesem Zander hier, das ist jetzt mein vierter, verabschiede ich mich für heute. Er ist nicht groß, aber wunderschön. Geh Seppi. Ich nenne ihn Seppi. Nachdem Seppi released ist, mein Resümee für heute. Ja, ich habe mir vorgenommen, die Challenge mit der Rolle vom Erwin Senior einen Fisch zu fangen. Ich glaube, mit einem Hecht. Und einem Donauzander ist es absolut mehr als gelungen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir, Erwin und Thomas. Und ja, es wird finster. Ich werde noch versuchen, den einen oder anderen Fisch zu fangen. Aber wenn sich da nichts mehr Großes tut, melde ich mich nicht mehr damit. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah ja, ich habe letzte Woche einen wirklich schönen Hecht gefangen. Mit 95 cm, einer meiner Größen bis jetzt. Und ja, den werde ich euch jetzt noch im Abspann einblenden. In diesem Sinne, ich ziehe meinen Hut. Ahoi, bis zum nächsten Mal. Da. Mrs. Pike.